Ausgabe des Donut TV SMV Turnier Magazins. Heute wieder mit mir. Die Top-Meldung dieses Magazins ist heute, dass der SMV Turnierball, der in der letzten Sendung als verschollen gemeldet wurde, wieder aufgetaucht ist. Er wurde von einer 5. Klasse verschleppt, weil er für einen Pausenball gehalten wurde, ist aber jetzt wieder verfügbar. Dann kommen wir gleich zum ersten Spiel, das am Mittwoch, den 19.05. stattgefunden hat. Dieses Spiel musste zweimal aufgrund von schlechten Witterungsbedingungen verschoben werden. In diesem Spiel spielte die Q11-Mannschaft Animator gegen die 10B mit Spielfrei. Und eine kurze Zusammenfassung und Überblick über dieses Spiel seht ihr jetzt. Am 19. Mai fand das Gruppenspiel zwischen Animator aus der Q11 gegen Spielfrei aus der 10B statt. Bei dieser Partie galt es für Animator, die relativ schlechte Leistung im ersten Gruppenspiel wettzumachen. Doch das erste Tor wurde bereits in der 9. Spielminute durch die 10. Klasse erzielt. Im weiteren Spielverlauf der ersten Halbzeit legte Spielfrei immer wieder mit einem Tor vor und Animator konnte immer wieder zum Unentschieden nachziehen. Den letzten Treffer der ersten Spielhälfte schoss dann aber wieder der letztjährige Vizemeister zum Pausenstand von 4:3. Das kampfbetonte Spiel erhielt auch in den zweiten 25 Minuten seine Spannung. Es ging sogar so weit, dass der Bundestrainer sich höchstpersönlich am Spielgeschehen beteiligte, um seine Mannschaft vor einer Niederlage zu bewahren. Durch eine Glanzparade konnte er sogar eine hochkarätige Torschusschance der 10B abwehren. Nach einem mehrmaligen Führungswechsel endete das Spiel mit 6:6, durch das sich die Q11-Mannschaft den Einzug ins Viertelfinale sicherte. Ja, und zu diesem Spiel hatten nicht nur die Spieler etwas zu sagen. So, Sie haben das Spiel ja nicht gesehen. Wie beurteilen Sie die Leistung des Bundestrainers trotzdem? Die beurteile ich als hervorragend, denn er hat sich ja sehr viel Mühe gegeben und hat alles erreicht, was er eigentlich erreichen wollte. Mit einer einzigen Ausnahme, aber die verrate ich Ihnen nicht. Nein, verrate ich nicht. Heute haben alle nicht schlecht gestaunt, als der Bundestrainer plötzlich aufs Feld gerannt ist. Ich frage ihn mal, was da in ihm vorging. Ich musste ja dann meine Mannschaft unterstützen, weil ein Spieler leider ausgefallen ist, weil der gerade Fahrstunde hatte. Dieses Spiel war ja definitiv auch wieder nicht besonders gut. Also wir müssen da in der Zukunft bestimmt oder auf jeden Fall mehr Engagement reinstecken, damit wir da durchsteigen können praktisch. Wie fandest du dieses Spiel, Dan? Yes, it wasn't very good. Animator ist eine sehr gute Mannschaft und hat das heute auch bewiesen. Confusion about their gender. They're not sure whether they're boys or girls. Die Animator-Spiele sind auch für die Girls sehr attraktiv. Das war heute der Hammer. Also ich als Mannschaftskapitän kann da eigentlich nicht das große Worte fassen. Ich bin einfach nur maßlos enttäuscht über mich. Bin eigentlich stolz auf die Mannschaft, dass wir 5 Tore geschossen haben, aber war scheiße von mir. Wir haben 6 Tore geschossen. Echt? Ja, ein 6:6. Heute Viertelfinaleinzug gesichert nach den Ferien gegen die Lehrer. Wie schaut's aus? Also bei den Lehrern, die heißen ja Unbeatable, ist Omen ein schlechter Nomen. Also wer schon so einen Namen braucht, der ist so überheblich über alle anderen und was braucht der? Der braucht ja eigentlich nicht denken, dass er hier irgendwas zu putzen hat. Ich meine, die hauen wir einfach weg. Wir werden den 20 Tore reinschießen und dann brauchen sie noch einmal sagen, dass wir zu versoffen sind. Also ich meine, Animator ist halt einfach ein gutes Bier und da brauchen wir nicht lange drüber reden. Aber die Lehrer machen hinten dicht und der Ball ist drin. Na. Ja, wirst du, ich darf doch du sagen. Nein. Wirst du das Training ein bisschen härter gestalten jetzt? Ja, also die Spieler sind ja flink wie die Windhunde und zäh wie Leder und das Training wird auf jeden Fall hart wie Kruppstahl. Ja, so viel dazu. An dem gleichen Tag hätte auch das Spiel Havanna CF gegen Los Promillos stattfinden sollen. Los Promillos stieg jedoch kurzfristig aus dem Turnier aus. Dies hat eine kleine Regeländerung zur Folge, nämlich in den beiden Vierergruppen, Gruppe A und B, kommen sicher jetzt die ersten 3 Mannschaften jeweils weiter, weil die Qualifikationsspiele zwischen den 3. Plätzen entfallen können. In der Gruppe C sind jetzt nur noch 3 Mannschaften und da kommen nämlich jetzt sicher die ersten 2 weiter. Kommen wir jetzt zu dem Ergebnis.
Das einzige Ergebnis des Spieltages ist Animator gegen Spielfrei unentschieden 6:6. Dieses Ergebnis und der gerade angesprochene Ausstieg von Los Promillos wirkt sich auf die Tabellensituation folgendermaßen aus. Die Gruppe A wird nach wie vor angeführt von Unbeatable mit 6 Punkten. Auf Platz 2 befindet sich Animato mit 4 Punkten, Platz 3 Spielfrei, Platz 4 Pfundsbräute. Die Gruppe B wird angeführt von Tequila Rapids. Sie haben 3 Punkte, genauso wie FC Lummerland mit ebenfalls 3 Punkten dahinter. Journey und die Einheitsler sind Platz 3 und 4. In der Gruppe C ist Havana CF an der Spitze mit 6 Punkten, FC Kreuzbandriss auf Platz 2 mit 3 Punkten, die Inglourious Basterds befinden sich auf dem 3. Platz. Ja, das war's auch schon wieder von der 4. Ausgabe des SMV-Turniermagazins von Donus TV. In diesem Sinne, steigen wir durch.